Hey Leute, willkommen zurück zu Murder, Sol Suspect. Wir wollen die kleine Joy zum Buch ihrer Mutter bringen und dafür müssen wir erstmal diese Polizisten hier loswerden. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie, das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Einmal Poltergeist hier. Ja. Vielleicht hier. Und hier. Ja, das war's schon. Komm schon, beeil dich. Komm schnell, Joy, wir müssen hier durch. Sind hier wieder Dämonen oder sowas? Irgendwie nicht. Aber ich könnte es mir fast denken, dass hier wieder welche kommen. So, und du? Ich rede mal mit dir, vielleicht weiß sie was. Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Die Szene hier kennen wir eigentlich schon mit Rex, oder? Warum kann ich die jetzt nochmal... Ja gut, die aktiviert er nicht mehr. Gut, gut. Da muss ich wohl zu Baxters Büro. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, die wird da nicht entdeckt, die liebe Joy. Will nicht wissen, was Baxter mit ihr anstellt. Das ist halt mal ein Mistkerl. Obwohl er Polizist ist, aber das muss ja nicht heißen, dass er nicht irgendwie ein Arsch ist, ne? Warte mal, ich will unbedingt noch das letzte Teil hier finden, die letzte Flinte. Habe ich ja noch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich habe hier nochmal ein Päuschen gemacht. Aber ich finde hier nichts. Naja. Ich werde mich auf jeden Fall, bevor ich den Schauplatz hier verlasse, nochmal sehr gut umsehen. Das könnt ihr glauben. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Was? Was macht diese Geräusche? Vorstrafenregister, Fahndungsfoto. Ja, ich würde sagen Foto, oder? Dieses Kitschik, das ist doch von der Kamera. Mein Polizeifoto. Ich dachte, Rex hätte das verschwinden lassen. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Ich muss das Notizbuch der Mutter der Zeugin finden. Rex hatte Baxter davon abgehalten, mich zu erpressen und mein Vorstrafenregister gegen mich zu verwenden. Eine neue Nachricht. Was? Eine neue Nachricht? Jemand hat Baxter eine Voicemail hinterlassen. Ja, Joy, wie wär's, du drückst mal da drauf. Na gut, ich kann mit dir quatschen, aber das mache ich gleich. Was ist das denn? Förderungsempfehlung. Aha. Mann, er war so stolz, zum Detective ernannt zu werden. Zu dienen und zu beschützen. Klassenfoto der Akademie. Baxter hat die Akademie 2 Jahre vor mir abgeschlossen. Was ist dort das Buch? Nee. Terror von 1692, Salems Schande. Aha, Fan der Geschichte Salems. Baxter hat sich über die Geschichte Salems informiert. Sieht nicht nur etwas aus, das ihn interessieren würde. Aber scheinbar tut es das doch. Angeben. Champion. Bowling Champion. Das macht Baxter also in seiner Freizeit, hä? Was hat er in seinem Büro stehen? Was ist denn das für ein Typ? Ich glaube, der definiert sich nur durch seine Arbeit. Fahrkarten. Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Na gut, vielleicht hat er kein Auto und kommt so auf die Arbeit. Man muss ja nicht immer gleich da was reininterpretieren. Hey, kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay. Baxter, du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben, sofort. Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Alles klar.
Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt, weil Rex noch danach suchte. Ist das Kaffee, was da auf der Couch steht? Sag mal. Wenn das mal umkippt, die schöne Ledercouch, Mensch. Mach schon, wir müssen dieses Buch finden. Ja, ja, bin schon dabei. Ja, das ist schon wieder so ein Geist. Die sind so unheimlich. Was? Was ist das denn hier? Das Teil war zur Seite gerückt, oder? Gezogen. Nee, was? Hä? Das Ding wurde doch an die Seite gezogen, oder nicht? Na gut, dann ist es wahrscheinlich Fleck. Passt zum Körperumriss? Nee. Gewehrschrank. Und aufgedruckt. Okay. Ja, sag ich doch, ziehen, Mensch. Der Gewehrschrank ist an Scharnieren befestigt, als ob er ein geheimes Fach oder so verdeckt. Aha, versteckter Hebel. Da muss ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich sag's besser dem Mädchen. Ein merkwürdiger Hebel sichert den Gewehrschrank, das ist nicht normal. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Da oben ist ein Haken. Ja. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Och nö. Gala-Einladung. Ein Flyer der Gala im Historischen Museum Salems. Warum sollte der im Notizbuch ihrer Mutter sein? Ja, warum wohl? Oh nein. Ein Korb. Den muss ich jetzt wohl irgendwie ablenken. Warte mal, ich will immer noch was schauen. Ich habe noch nicht alles... Na gut, das war draußen. Habe ich mir alles hier geholt? Warte mal. Julia heiraten, das waren seine Erinnerungen. Oh, die habe ich ja bald alle schon. Sorge um Sicherheit. Hier, nasses Grab. Standhaftes Gespenst, da fehlen mir noch zwei. Und ewige Flamme. Die sind draußen in Salem. Dann brauche ich noch zwei Schrotflinten, Leute. Ich werde die auf jeden Fall noch suchen, bevor ich hier rausgehe. Das sage ich euch. Vielleicht kann ich ja auch noch später hierher. Aber ich möchte nichts verpassen. Warte mal, kann ich den hiermit ablenken? Poltergeist. Nö. Ja, geh nur gucken. Mist, ich muss den irgendwie ablenken können. Das ist deine Chance. Das dürfte nicht passieren. Komm schon, Joy. Schnell, schnell, schnell hier raus. Wo ist denn der andere Typ? Die sehe ich gar nicht. Ich sehe nur die Umrisse der Geister. Das ist ein bisschen blöde. Oh, da ist wieder der Dämon. Also dieses Ding da, dieses Gewaber auf dem Boden, was ich nicht berühren sollte. Drüben ist ja noch was. Ach, das ist wieder Baxter, wie er den anderen bedroht, oder? Also mich, glaube ich sogar. Ja, er hat Ronan bedroht. So, warte mal. Da muss ich gucken, dass ich hier da unten Platz mache. Da ist noch einer. Wo muss ich sie denn hinleiten überhaupt? Hier geht's nicht raus. Da muss ich ihn hier wegbekommen. Nee. Hier geht's raus, oder? Da vorne ist der Eingang und Ausgang. Das hier habe ich alles schon durchsucht. Auch wieder Baxter. Der Blödmann. Nee, ich glaube nicht, dass ich sie hier rauslotsen kann, oder? Ich muss sie irgendwo... hier ist das Büro für den Glockenmörder. Also, ne, nicht sein Büro, sondern da wird der Fall bearbeitet. Das hatten wir ja schon. Ich
glaube, hier hinten muss ich sie irgendwie rausbekommen. Oh nee, da ist... Nee, da gibt's keine Möglichkeit, schätze ich mal. Wo sind hier noch zwei von diesen Schrotflinten, Leute? Ich brauche die noch. Ich brauche die noch. Wie kriege ich sie jetzt hier raus? Ich rede mal am besten mit ihr, vielleicht weiß sie was. Ach nee, warte mal, hier zur muss ich sie hier hinführen? Zur Ermittlung? Warte mal, wie kann ich euch dann weglocken, Jungs? Hiermit? Kommt ihr? Nein. Ich kann nur die Gedanken lesen. Wie mache ich hier Platz für sie? Da kann ich dir nicht helfen, wenn ich von der Mauer komme. Ich bin erst. Einfach mal alles aktivieren, irgendwas wird schon passen. Nee, vielleicht muss ich doch hier zur Ermittlung und da irgendwas machen. Muss ich irgendwas tun? Ach, wenn ich mich nur bemerkbar machen könnte bei Rex oder so, ich glaube, der wird uns bestimmt helfen. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich die dann wegkriegen? Ob ein SWAT-Team mit ihm fertig werden würde? Naja, ein SWAT-Team mit einem einzelnen Killer? Ich weiß nicht, das ist ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? Ach so, einfach reden warte, mit ihr. Warte, ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, den du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los! Uiuiui. Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit dem Leben verwandt? Diese Räume sind von außen abgesperrt. Ich frag Sie, wenn wir sie haben. Hören Sie, ich wollte sagen, Ronan war ein klasse Cop. Hat die Marke mit Ehre getragen. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich lüge nicht, aber naja, kein Grund, auf seinem Grab rumzutrampeln. Er hat die Marke getragen, weil er dachte, sie schüchtert die Leute ein. Und gleicht den ganzen Mist aus, den er früher getan hat. Dass er alles wieder ins Lot bringt oder beweist, dass er nicht der ist, für den ihn alle halten. Ich kann verstehen, dass die meisten glaubten, er lebe auf der falschen Seite der Gefängnismauern. Und vielleicht stimmt das sogar. Hey, ich weiß Bescheid. Aber er war ehrlich. Er konnte dir in die Augen sehen und dir genau sagen, was er dachte. Diese Art von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Das ist für alle hart. Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Na, ich mag Rex irgendwie. Ich meine, er hatte zwar seine Probleme mit Ronan, aber er... Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale. Alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich habe, was ich brauche, also. Man sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Na klasse. Okay, ich habe ihr immerhin geholfen. Halbwahrheiten und ganze Lügen. Ein Achievement. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Weil es ist außerhalb des Bildes bei mir. Ich spiele es ja im Fenster. Na gut, die Ermittlung. Muss ich da noch was tun, oder wie? Warte mal. Wo haben wir es denn... Nee, ich hab alles. Die Gala-Einladung ist doch 11 von 11. Warum habe ich jetzt 10 von 11 hier? Ist das vielleicht noch der Nebenauftrag? Da habe ich 13 von 14. Untersuche die Einsatzzentrale. Ich habe hier irgendwas vergessen, aber ist auch nicht so wichtig. Na gut, Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich werde hier cutten und die anderen Schrotflinten suchen. Da würde ich sagen, sehen wir uns bei der Erzählung dieses Schrotflinten-Mordes, Geistes, Dämons, wie auch immer wieder. Yay, und damit habe ich alle gefunden, Leute. Hier ist das letzte übrigens. Oh, ich muss vielleicht mal wieder... So. ins Bild klicken. Und da ist die letzte Knarre, das letzte Gewehr. Oh, das standhafte Gespenst und Sammler 100 habe ich bekommen. Sehr schön. Das standhafte Gespenst. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Das sehen wir uns jetzt an. Ich kann mich noch an meinen ersten Tag im Dienst erinnern. Salem PD war damals ein winziges Gebäude am Stadtrand.
Es war alt, überfüllt und völlig ungeeignet für den Alltagsbetrieb. Die Stadt zu beschützen wurde immer schwieriger. Letztendlich entschied die Stadt, das alte Waffenlager zu unserem neuen Hauptquartier umzubauen. Als wir endlich einzogen, konnte ich nicht glauben, wie groß und modern es war. Nicht schlecht für eines der ersten Gebäude Salems. Zudem fühlte es sich einfach richtig an. Es war einst die vorderste Verteidigungslinie der Stadt im Grenzgebiet und nahm jetzt wieder seine Stellung ein. Nur diesmal in der modernen Welt. Die erste Woche nach dem Einzug war leicht chaotisch. Ein Officer meldete, dass jemand seine Waffe aus dem Spind genommen hatte. Er brauchte 20 Minuten, um sie zu finden. Sie lehnte an der Wand eines der unbenutzten Büros. Zusätzlich meldete die Nachtschicht eine merkwürdige Fehlfunktion des Telefons. Gelegentlich, wenn jemand eine Schießerei meldete, stoppte die automatische Aufzeichnung und spielte die panische Stimme des Anrufers wieder und wieder ab, bis man das Telefon ausstöpselte. Bald war klar, dass die merkwürdigen Vorkommnisse kein Versehen oder Störungen in den Leitungen waren. Etwas Seltsames ging vor sich. Eines Abends rannte die Gerichtsmedizinerin weinend durch die Halle. Sie hatte bemerkt, dass ihre Skalpelle und andere Instrumente fehlten. Sie wollte welche aus dem Schrank holen, stoppte aber abrupt, als sie die Spiegelung sah. Die geisterhafte Silhouette eines Bürgerkriegssoldaten stand über einer der Leichen. Als sie sich umdrehte, war sie weg. Sie rannte in solcher Eile hinaus, dass sie kaum bemerkte, wie kalt es im Raum geworden war. Natürlich glaubten die Jungs im Revier ihr nicht. Mann, ich glaubte ihr ja selbst nicht, bis ich es mit eigenen Augen sah. Ich machte Überstunden und wollte mir noch einen Kaffee holen. Als ich um die Ecke ging, sah ich die Spiegelung in der Trophäenvitrine. Er starrte mich direkt an. Er nahm ein altes, geisterhaftes Gewehr und drückte ab. Die Trophäenvitrine zerbrach in 1000 Stücke und ich rannte davon. Der Captain glaubte mir nicht und zog mir die Kosten für die Vitrine vom nächsten Gehalt ab. Mir war egal, ob mich die Leute für verrückt hielten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Manchmal werde ich gefragt, ob der Geist immer noch durch die Hallen irrt. Ich weiß es nicht. Ich bin nach Boston gewechselt. Wer kann sie ihm verübeln? Nach so einer Erscheinung hätte ich auch keine Lust mehr, hier Dienst zu tun. Naja, das standhafte Gespenst. Und damit wären wir ja fertig. Dann kann ich jetzt auch wieder auf die Straßen von Salem und zum Museum gehen, zur Ausstellung. Oh, warte mal, das ging aber hier raus. Nehmen wir mal die Abkürzung. Ne, da geht's ja gar nicht. Ach nee, Quatsch, da waren die Büros. Hier vorne geht's raus. Mann, Mann, Mann. Wenn ich überhaupt raus kann. Also ich hoffe, die Tür ist noch einen Spalt breit auf. Ja, sollte gehen. Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt... Dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Was bringt sie dazu, mir zu helfen? Motiv des Mörders? Notiz, lauter Schrei? Nee. Mutter wird vermisst. Ich würde sagen, die Motive des Mörders. Er will ja zu ihrer Mutter, oder? Nee, das war's nicht. Mann. Vielleicht die Notiz. Der Zielort der Zeugin. Auch nicht. Sag mal, das ist doch bescheuert. Die Notiz. Wieder, oder? Nee, die Mutter der Zeugin wird vermisst. Das auch nicht. Leute. Aber weniger als einen Punkt kann ich ja wohl schlecht kriegen, ne? Das ist es. Die Notiz. Doch. Geh jetzt. Finde mein Buch im Buch.
Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäb's einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Schon wieder dieses Kind, Leute. Joy braucht meine Hilfe, um ihre vermisste Mutter zu finden und kann mir helfen, den Glockenmörder aufzuspüren. Ich mag Joy, die ist tough. Also ihre Sprüche sind super. Naja, gut, liebe Leute, ich beende den Part an dieser Stelle. Es geht bald weiter auf dem Ashland Hills Friedhof, aber ich will mich erst noch ein bisschen hier umsehen. Vielleicht noch B-Rad den Mordfall lösen oder beziehungsweise den Unfall, den die erlitten haben, die Jugendlichen. Sehen wir dann. Leute, auf jeden Fall Liebe in Form von Kommentaren und Bewertungen, wird mich sehr freuen. Und wir sehen uns wieder bei Murdered Soul Suspect.